eigentlich die Vor- oder Nachteile einer CO2-Mehrweganlage gegen eine CO2-Einweganlage? In diesem Video soll es mal ein bisschen darum gehen. Ja, als erstes sollte man natürlich grob die beiden Anlagen unterscheiden können. Der Name sagt es natürlich, eine Mehrweganlage kann mehrmals benutzt werden, eine Einweganlage nur einmal. Das bezieht sich dann immer auf die Flasche, also nur auf die Flasche und nicht auf Schlauch, Druckminderer etc. Es ist eben nur die Flasche, die einmal oder mehrmal benutzt werden kann. Also einfach bei einer Mehrweganlage könnt ihr die Flasche abschrauben, zu einem Zoohändler oder einem Baumarkt gehen, der euch die auffüllt. Füllt euch die auf, schraubt sie wieder dran und benutzt die. Und macht das Ganze 50 Milliarden Mal, bis die Flasche in 30 Jahren kaputt geht, beziehungsweise keinen TÜV mehr hat. Bei einer Einweganlage ist das Ganze ein bisschen anders. Wir schrauben auch die Flasche ab, nur dass diese Flasche dann einfach komplett weggeworfen wird und einfach eine ganz neue Flasche gekauft wird. Man kann jetzt sich natürlich denken, bei einer CO2-Mehrweganlage kauft man immer nur das Gas. Und bei einer Einweganlage kauft man immer Gas plus Flasche mit Ventil und Verkleidung und Druck und Verpackung und sowas. Also es ist jetzt nicht viel, aber es ist ein Preisunterschied. Bei meinem Laden jetzt, wo ich meine Mehrweganlage befüllen würde, würden 500 Gramm befüllen circa 7 Euro kosten. Eine Einweganlage mit 500 Gramm zu bespeisen, also eine 500 Gramm Flasche Einweg, kostet hingegen aber 22, 23 Euro. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Jetzt fragt man sich natürlich, gut, warum, wer kauft sich dann eine Einweganlage? Aber fairerweise muss man auch sagen, genau das gleiche habe ich ja gemacht, eine Einweganlage kostet so circa 100 Euro, so ein Basisset, so ein einfacheres. Und eine Mehrweganlage kostet dann 200, 300 Euro schon als Set, so ungefähr. Das ist natürlich ein deutlicher Preisanstieg, aber wenn man das mal ausrechnet, hat man das extrem schnell raus. Vor allem haben diese Flaschen 10, 15, 20 Jahre TÜV. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass sie in den nächsten 3, 4 Jahren kaputt gehen. Selbst wenn, ist dieser TÜV-Stempel für euch eine Garantie. Das heißt, wenn diese Flasche dann unter diesem Datum kaputt geht, kriegt ihr einfach eine neue Flasche. Also habt ihr dann Sicherheit, dass ihr mindestens bis zu 15 Jahren rechnen könnt mit Ersparnissen. Der zweite Punkt, was für eine Mehrweganlage spricht, ist, wenn ihr ein größeres Aquarium habt, also ich gehe jetzt mal von 300, 400, 500 Litern aufwärts aus, habt ihr eine Wahl von Flaschen bis 6 oder 15, 20, 30 Kilo Flaschen. Bei Einwegflaschen habt ihr leider nur die 500 Gramm, also 95, diese Nanokartuschen und 500 Gramm Flaschen. Mehr könnt ihr da nicht. Das heißt, wenn ihr ein 400, 500 Liter Aquarium habt, habt ihr keine andere Wahl, als direkt zu einer Mehrweganlage zu greifen, weil ihr dann direkt eine 2 oder 6 Kilo Flasche euch dazu kauft. Der dritte Punkt, der für eine CO2-Mehrweganlage spricht, ist einmal die Umweltfreundlichkeit. Ihr könnt euch vorstellen, bei einer Einweganlage, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, schmeißt ihr immer diese Flasche weg. Und bei einer Mehrweganlage kauft ihr euch immer noch nur das Gas, was dann in euren Aquarium bzw. in euren Pflanzen bzw. in den Kohlenstoffverbindungen in den Pflanzen bleibt. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Umweltverschmutzung, ihr werft nichts weg. Ihr kauft euch was, verwendet es, es wird gespeichert. Ihr kauft euch was, verwendet es und es ist jetzt, einfach gesagt, ist speichert, wird in eurem Aquarium gespeichert. Also müsst ihr euch dann keine Sorgen haben, wenn euch das wichtig ist, dass ihr nicht die Umwelt verschmutzt. Auf Dauer können dann nämlich echt viele Flaschen anfallen, vor allem wenn ihr mehrere Aquarien habt, die mit einer Einweganlage betrieben werden. Und der letzte Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, ist einmal die Ästhetik. Eine CO2-Mehrweganlage sieht natürlich viel schöner aus als so eine CO2-Einweganlage. Wenn ich jetzt bei meiner gucke, erinnert mich das so ein bisschen an Grundschulbaukasten irgendwie, so wie die aussieht. Also recht unprofessionell und recht hässlich auch so der Druckminderer und die Flaschen natürlich. Die sind natürlich nicht gebaut, da 20 Jahre im Schrank stehen zu bleiben, sondern zu benutzen, nach 2 Monaten wegzuwerfen und eine neue dran zu schrauben. Ist klar, macht auch keinen Sinn, sonst würdet ihr noch mehr für eine Einwegflasche bezahlen. Aber nur, dass ihr das wisst. Vielen ist es nicht wichtig. Mir ist es zum Beispiel wichtig, weil bei mir die Anlage sehr gut sichtbar dasteht in meinem Zimmer. Deswegen achte ich auch auf sowas. Ich habe zum Beispiel auch darauf geachtet, dass es ein schöner Schlauch ist, ein schöner Schrank natürlich, aber auch so ein schöner Filter, ein schöner Skimmer. Auch die Lampe sollte schön aussehen. Von außen einmal, nicht nur das Licht, sondern die sollte auch von außen rum einen gewissen, nicht hässlich aussehen auf jeden Fall. Also denke ich, mit der WRGB von Chihiros könnt ihr auch gerne euch nochmal mein Review dazu ansehen. Aber denke ich,
habe ich das gut hinbekommen. Und so eine CO2-Mehrweganlage sieht natürlich schon ordentlich viel schöner aus. Mit den zwei Manometern, mit Arbeits- und Flaschendruck, mit den, wenn ihr einen Doppelkammerdruckminder habt, mit den zwei Kammern, mit dem Nadelventil, mit der Flasche, mit dem Cage. Das sieht schon ordentlich professionell aus. Einweg- oder Mehrweganlage? Die Frage aller Fragen, die ihr euch wahrscheinlich stellt, wenn ihr auf das Video geklickt habt. Deswegen mache ich es möglichst kurz. Eine CO2-Einweganlage kostet natürlich viel weniger, hat aber viel höhere laufende Kosten. Bei einer Mehrweganlage ist es genau andersrum. Die Anschaffungskosten sind dreimal so hoch, aber die laufenden Kosten sind dreimal so niedrig. Und also das rechnet sich schon. Meine Empfehlung ist, sobald ihr das Geld aufbringen könnt, lohnt es sich auf jeden Fall umzurüsten oder euch eben direkt eine Mehrweganlage zu kaufen. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte ein Aquascape machen, mir ist absolut klar, dass ich CO2 brauche, aber ich kriege um Himmels Willen keine 300 Euro zusammen in den nächsten Monaten. 100 kriege ich gerade hin, dann bleibt euch ehrlich gesagt nichts anderes über. Es ist das gleiche Gas. Es ist immer CO2, was da rauskommt. Es ist dann am Ende ein bisschen Komfort und Ästhetik, aber besonders die laufenden Kosten werden euch recht bald abschrecken. Ihr könnt das natürlich auch so machen im Hinterkopf, dass ihr bald auf eine Mehrweganlage umrüsten werdet. Also ich hoffe, meine Nachricht ist jetzt klar geworden. Wenn ihr das Geld habt, auf jeden Fall Mehrweg. Wenn nicht, lieber Einweg als gar nichts. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut vielleicht noch bei meinen anderen Videos vorbei, wenn euch da was interessiert von. Und jetzt, ciao.